Moin Leute, euer Bombard wieder am Bambus. Und heute zeige ich euch einen legalen Geld- und RP-Trick. Ja Leute, es geht wieder ums Premium-Rennen. Das Premium-Rennen, was letzte Woche da war, ist leider nicht mehr in GTA drin, aber dafür hat Rockstar ein neues hinzugefügt. Und zwar das Stuntrennen Graben 2. Das Stuntrennen wird mit Muscle Cars befahren, die leider ein bisschen sehr wegrutschen. Wie ihr schon im Hintergrund seht, habe ich das Rennen als erster beendet. Sprich, ich habe meine 45 Minuten Wartezeit. Diese 45 Minuten Wartezeit hat man auch, wenn man Zweiter oder sogar Drittplatzierter ist. So, ich bin jetzt wieder zurück in der Lobby und bin schon direkt beim Jobpunkt. Nicht der goldene Jobpunkt in der Stadt, nein, sondern der richtige Jobkreis, der auch wirklich für diesen Job steht. Die Location von Jobkreis seht ihr gerade auf der Karte. Wie ihr schon hier auf mein Handy sehen könnt, habe ich ungefähr noch eine halbe Stunde Wartezeit. Sprich, ich kann nicht Premium-Rennen fahren. Eigentlich. Aber was müsst ihr tun, um wieder Premium-Rennen fahren zu können? Ihr geht einfach in den Kreis ein und drückt rechte Falltaste und werdet automatisch wieder in ein Premium-Rennen geladen, obwohl ihr Wartezeit habt. Denn in diesem Jobkreis wird die Wartezeit nicht beachtet. Ihr könnt es natürlich auch wieder über die Karte starten. Das ist natürlich ganz euch überlassen, ist beide dasselbe. Wenn ihr richtig gut im Rennen seid, könnt ihr alle 4 Minuten bis zu 100.000 Dollar und bis zu 15.000 RP kriegen. Und das sogar legal, Leute. Es würde mich auf jeden Fall jetzt freuen, wenn ihr für diesen krassen Geld- und RP-Trick ein Like da lassen würdet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Bombas. Ciao.